Bevor das Video losgeht, sei nochmal gesagt, dass meine Internetleitung sehr schlecht ist, was dazu geführt hat, dass die Audioqualität von Dutchman in manchen Stellen ein wenig ja roboterhaftig oder lastig klingt. Manchmal klingt er echt wie so ein Transformer oder jemand, der irgendwie auf der Toilette sitzt und diesen mega Hall bekommt. Das liegt halt, wie gesagt, nicht an ihm, sondern an meiner Internetleitung. Das hat außerdem noch dazu geführt, dass ich in Minecraft, also in dem Gameplay-Szenen, ich öfter mal geleckt habe, die Welt nicht geladen hat und dass ich zum Beispiel, wenn ich mit der Lore gefahren bin oder Boot gefahren bin, dass ich oft einmal wie solche Videosequenzen, so 5-sekündige Videosequenzen durch die Gegend gefahren bin. Das bedeutet so 5 Sekunden Fahrt, Standbild, 5 Sekunden Fahrt. Und falls euch das wirklich zu sehr nervt oder falls ihr das wirklich nicht sehen wollt, dann schaut bitte in der Beschreibung nach, dort ist nämlich der Kanal von Dutchman verlinkt und sobald er das Video hochgeladen hat, also wo ich durch seine Welt gelaufen bin, schaut es dann bei ihm an, denn bei ihm müsste alles einwandfrei laufen. Es kann natürlich auch gut sein, dass bei ihm meine Stimme dann roboterlastig klingt, das kann dann mal passieren. Weil es bei mir natürlich auch so war, aber bei ihm sollte die Aufnahme komplett flüssig laufen, da seine Internetleitung stärker ist, also wirklich viel stärker ist als meine. Und für die Leute, die jetzt das Video nicht schauen wollen wegen diesen Lags, sage ich tschüss. Aber trotzdem danke, dass du das Video hier angeschaut hast und es sozusagen den Versuch gegeben hast. Für die Leute, die sich das jetzt noch weiterhin anschauen wollen, wünsche ich natürlich viel Spaß bei dem Video und schaut bitte nochmal beim Dutchman dann vorbei. Also, wir sehen uns jetzt beim Video. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman mit einer neuen Folge Let's Showplay Minecraft und wieder mal ein Unterwegs mit. Ihr seht ihn hier schon vor mir stehen, TheSeineTV oder anders auch Marcel. Hallöchen. Mit bürgerlichen Namen stell dich einfach mal vor. Genau. Ja, hallo, ich bin's Marcel. Ja, man merkt schon an meiner relativ kindlichen Stimme. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so wirklich in seiner Altersgabe mit dabei, aber gut, auch mal heute ein bisschen Frischfleisch. Ich bin 15 Jahre alt, auf YouTube jetzt schon seit knapp 1,5 Jahre unterwegs. Mache zwischendurch auch mal Minecraft-Videos, nicht allzu oft, mehr andere Spiele. Und habe mich heute dazu mal entschieden, bei dem lieben Dutchman mit dabei zu sein. Habe ihn angefragt und er war damit einverstanden. Genau. Das hat ja nicht gleich auf Anhieb geklappt mit der Kooperation. Nee. Lag aber an mir, dass ich nämlich meine Mails, meine PNs auf YouTube nicht so gelesen habe. Aber du bist mir halt auch aufgefallen durch die Kommentare bei mir. Und dann haben wir uns dann auch mal kurz geschlossen, ein bisschen über Skype miteinander palabert. Und dann dachte ich mir, lädst mal ein. Jo. Ja, das heißt also heute zu Gast bei mir Marcel, TheSeineTV und wir beide leider überhaupt nicht vorbereitet. Also kein Plan, was wir irgendwie machen wollen und wo wir lang gehen wollen. Denn wer sich noch an die alten Folgen von Unterwegs mit erinnert, da hatte ich ja immer die Gäste, die ich in meine Welt eingeladen habe, auch gebeten, sich mal ein paar Punkte auszusuchen, wo wir dann vorbeigucken. Das haben wir diesmal nicht, dann werden wir mal schauen, wie wir zurechtkommen. Wir sind schon hier. Was. Ist ja mehr als genug da. Ne? Richtig. Sag was mal so rum. Ich glaube, wir sollten dich erstmal ausrüsten. Und dann schauen wir einfach mal in VD-Tritus vorbei. Das heißt, wollen wir mal ein bisschen Brot. Kannst du haben? Jo, danke dir. Ja, wir sind hier ohne aktive Monster unterwegs. Also, da brauchen wir erstmal keine Angst haben. Also, eigentlich brauchen wir nichts. Außer ein bisschen was zu fressen, weil wir hier nicht im Hasenfußmodus unterwegs sind, sondern auf einfach. Das heißt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, werden wir also hier Essen verbrauchen, während wir durch die Gegend laufen und miteinander quatschen. Und brauchen aber nachts keine Angst vor Monstern zu haben. Wir können also auch nachts unterwegs sein. Das ist gut, ja. Genau. Wird eine lange Aufnahmesession jetzt hier werden. Relativ lange. Für dich ist es ja eh schon eingebürgert. Eigentlich Standardlänge so. Ja, Stunde, eine ganz normale Folge. Also wenn ich an die Livestreams denke, die ich mache, da ist meine Standardlänge 4 Stunden. Ich war ganz überrascht, als meine Zuschauer mir erzählten, dass die meisten Streamer und Spielen nur 2 Stunden am Stück spielen im Livestream. Ja. Oh ja, okay. Aber ich habe von meinen Zuschauern ja nicht umsonst den Beinamen Godfather auf Überlänge. Genau richtig. Verpasst bekommen. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal hier in VD-Titus rein, dass du vielleicht dann auch schon mal ein bisschen elementare Ausrüstung kriegst. Jo.
Jo, ich bin unterwegs. Und ich hier halt auch ja gleich mit umschauen kannst. Hier haben wir die Kommandantur. Hier müsste also noch in den Truhen was rumliegen. Und hier, jawohl, da hast du doch genug Zeug, um dich auszurüsten. Ich glaube, jawohl, ein Diamantschwert habe ich sogar noch extra für dich dabei. Hast du sogar dabei? Jetzt habe ich mir eins hier Ja, rausgeklaut. und ja, macht ja nichts. Doppelt hält besser. Und Ja, eine gute das stimmt. Eisenspitzhacke mit ein bisschen Verzauberung haben wir auch noch dabei. Von daher, was du dir noch bauen solltest, ist ein Boot und ein Minecart. Dann wird es mal Zeit für ein bisschen Holz hier. Ach, dann. Eisen habe ich schon mal. Jo, zack, habe ich da gerade noch was reingeschmissen. Ich meine, stehen zwar eigentlich überall Boote und so weiter bereit, aber. Und Minecarts in den Stationen, aber besser ist es schon, wenn man das immer so gleich dabei hat. Gut, Na? vorbereitet. Gut. Alles klar. Oh, ja doch, ja. Dann. Habe ich. Ja? Jo, ich musste gerade nur mal gucken, weil mein Minecart war noch nicht wirklich in meinem Inventar. Ach so, okay, ja. Ja, vor Detritus, um auch deine Zuschauer mal kurz in meine Welt einzuführen, ist mit einer der ältesten Bauten in meiner Welt. Ich habe mit der Beta 1.1 angefangen, Minecraft zu spielen und diese Welt zu spielen. Und das war im ja, Oktober, November 2010. Also diese Welt gibt es schon, ja, jetzt 5,5 Jahre. Ja, und seit Januar 2011 mache ich das Let's Showplay auf YouTube, wo ich halt durch meine Welt laufe und zeige und baue und jage und was weiß ich nicht alles. Allerdings nicht als klassisches Let's Play, wie man es kennt, dass ich also durchgehend immer dabei bin, sondern ich mache halt hier auch mal Sachen offscreen und so weiter. Ja, Ja gut, jetzt wissen meine auch Bescheid. Also schon eine lange genau. Tradition hier bei dir, Minecraft. Ja, wie gesagt, ne, seit Ende 2010 beziehungsweise Anfang 2011. Und ja, wir können ja mal an die Stelle gehen, wo alles angefangen hat. Da können wir ruhig hin, ja. Wo ich also in meine Welt gespawnt bin. Jetzt ist die Frage, fahren wir mit dem Boot oder fahren wir mit dem Minecart? Wir fahren einfach mal mit dem Boot. Gut, da fahren wir ihn ja eigentlich fertig gebaut gerade. Naja, zur Not steht da unten, hier unten am Fuß der Treppe, noch eine Kiste und eine Werkbank. Hier müssten sogar Boote und Holz drin sein. Wenn ich mich nicht irre. Dann mache ich mir nochmal ein Alles. Ersatzboot zur Sicherheit. Die gehen in der 1.10 nicht kaputt, die Boote. Ach wirklich? Ja, das ist gut Ja, zu das ist wissen. erst Ach Gold. Da Mensch, kannst du dann also ja. Fullspeed irgendwo gegenteilen, das Boot Ach, geht nicht kaputt. das ist doch schön. No. So, dann machen wir uns hier mal auf. Odetritus, der Name angelehnt oder entliehen aus den Scheibenweltromanen, ne, einer der Trolle, der dann in der Stadtwache diente, heißt Detritus. Der war erst Zerreißer in einer Kneipe. Also Zerreißer ist genau dasselbe wie ein Rausschmeißer, nur ein Zerreißer wendet halt ein bisschen mehr Gewalt an. Ne. Die Scheibenweltromane von Terry Pratchett, ich weiß nicht, wer sie kennt, da habe ich also eine ganze Reihe von Anspielungen in meiner Welt versteckt, hauptsächlich also so in Ortsnamen. Puerto Vallarta hier, diese Insel, das ist eigentlich meine Baum- und Waldfarm. War so das zweite, was ich gebaut habe. Die Insel war auch ursprünglich viel kleiner, bis ich sie dann ausgebaut habe. Und ja, da können wir auch mal reingucken. Ich mache dir mal Gerne. hier die Türen auf, Ach, das ist ja dass du aber da mit lieb. deinem Boot einparken kannst. Na, das war nämlich noch früher mit den Booten so, die sind ja dann auch teilweise weggetrieben. Und Ja, deswegen habe ich mir richtig. diese Mimik damals überlegt. So, ich sammle meins mal einfach ein. So. Und, ach, Mensch, hier liegt ja auch noch eins rum und hier stehen noch welche rum. Ja, das ist also auch Ja. nochmal so eine richtig schöne Basis und Stützpunkt mit Feldern, was hier dann so im Laufe der Zeit dazugekommen ist, dass also alles Mögliche angepflanzt ist. Und hier haben wir sogar Mushroom-Kühe, die es ursprünglich ja nicht gab in Minecraft und die erst mit der Einführung der Pilzbiome kamen. Ich glaube, sowas mit Beta 1.5 oder Beta 1.8 oder sowas größenordnungsmäßig. Und da ich ja meine Welt immer weitergespielt habe, ist auch bei den Updates mal ein bisschen was durcheinander gekommen. Und eines der benachbarten Biome, also in Richtung Mond, wenn man da hinschaut, ist auf einmal ein Pilzbiom geworden. Und da standen dann auf einmal Pilzkühe oben, die da vorher nie rumgestanden haben.
Naja, da habe ich mir halt hier ein paar gefangen. Ja, muss man auch schon Glück haben, dass ein Pilzbiom dahin spawnt. Wobei, ja, in dem Fall war es dann wahrscheinlich nicht Ja, mehr das, allzu viel Glück. naja, das Biom war, wie gesagt, schon da. Ja. Ja, es war nur dann in dem neuen Map-Generator, war es auf einmal ein Pilzbiom. Genau. Ja. Ja, Stichwort Baumfarm. Hier haben wir also dann die ganzen Setzlinge drin und Knochenmehl zum Düngen und so weiter. Ja, Da kam was man einiges halt hier so zusammen. braucht. Da kam einiges zusammen. Ja. Wobei ich die Baumfarm ehrlich gesagt schon relativ lange nicht mehr genutzt habe. Aber als erstes entstand also hier dieser Teil, die Villa Kunterbunt. Erster kleiner Stützpunkt. Und bei mir obligatorisch immer eine Kürbislaterne dabei. Genau. Also in fast allen meinen Häusern habe ich eine Kürbislaterne drin oder nutze Kürbislaterne auch halt auch gerne zur Beleuchtung. Da hinten gibt es einen Schacht, der nach unten geht. Da ist natürlich auch die obligatorische Höhle dabei. Und ja, hier halt die übliche Werkstatt. Ist dann halt auch im Laufe der Zeit dann so der Teppich dazugekommen und so eine Späße. Ja, das war nicht von Anfang an so. Aber man kann hier auch noch nach oben gehen. Da hat man dann hier auch noch eine Ecke, wo ein Bettchen steht, was ja auch nicht von Anfang an dabei war. Dann kann Steht man aber auch also hier auch ziemlich gut noch. gelegen. Ach ja, Irgendwo in der Ecke dort. ich musste es halt irgendwie unterbringen. Ne? Die Hütte stand ja schon. Für das Pöbel. Ja, Die und Plebs. dann hat man hier halt eine schöne Aussicht. Wobei interessant ist, da hinten das rote. Kleine rote Haus mit dem brennenden Schornstein, Da ja. das ist Robinson Strandwinder und da bin ich also damals gespawnt, als Okay. ich die Welt gestartet Ja, habe. stimmt. Ich erinnere mich an Kelturius Folge. Genau. Als der da war. Ich glaube, das war auch dann da vorne, wo ihr dann am Anfang das Video gestartet hattet. Genau, da haben wir, sind wir da gestartet und dann Ja. losgezogen. Rechts davon sind zwei Biomfehler beim Übertragen der Map jetzt auf den Server, wo du diese steilen, diese Messerblöcke da hast. Also ein sehr schöner Turm. Hast du gut gebaut. Nee, das ist aber nur auf dem Server so. In meiner Ja. Singleplayer-Welt sind die Dinger da einwandfrei. Naja. Na gut. Ja, und hier die große Fläche, da pflanze ich dann Bäume an, wenn ich mal größere Mengen Holz brauche. Bis man das hier abgeerntet hat, geht eine normale Diamant-Axt drauf. Oh, ja gut. Also, da sind bestimmt Ja. einige weggegangen bei den Kisten, die du da unten Ja, hattest. ja, Ja, ja. ja. Es kommt halt so zusammen im Die Laufe der Diamanten hat man ja. Zeit. Na, im Laufe der Zeit. Schleichen wir uns mal wieder hier runter. Ah, Was auch schön. noch später im Laufe der Zeit, Hier auf ja? dem Schild. Du bist gerade audiomäßig weg. Kann sein, dass Skype gerade streikt. Oh ja, sorry. Skype Okay. ist ja jetzt gerade. Okay, also hier nochmal schön Natur pur für die Veganen anscheinend unter uns. Naja, weil ich diese Insel hier als Farm halt auch ursprünglich genutzt habe. Ne? Zuerst als Holzfarm, als Baumfarm und dann hier auch die Gehege angelegt habe und deswegen hier Natur pur. Ja. Ja, auch die veganen Leute müssen ja irgendwo ein Ja. Haus haben, wo sie mal vom Fleisch weg sind, wobei die Pilzkühe stehen ja direkt in der Nähe. Ja. Ja. Aber nicht ganz so vegan ist es dann hier, ne? Hagers Rippenstube. Oh, na Wieder eine das. Anspielung auf die Scheibenwelt. Ja. Ja, da geht es hier runter in den Keller. Wie gesagt, ist dann auch später dazu gekommen und ausgebaut worden. Ja, und da hat man also hier, siehst du, vielleicht brauchst du noch ein bisschen was zu essen. Was soll es denn sein? Ach, so ein. Ich nehme mal so einen schönen. Also, Pilzeintopf spricht mich schon ein bisschen an, aber ich weiß halt nicht, inwiefern ich das hier mit dem Geld dann habe. Ah, brauchst du nicht. Kostet doch Lade dich bestimmt auch ein. richtig. Ach, das ist Geht ja aufs lieber Haus. aufs Ich bin ja der Haus, ja. Besitzer, Ja, dann hole ich mir erstmal einen schönen ne? Gegartenfisch rüber, oder? Ja, dazu müsstest du nur hinter den Tresen Ah, laufen. okay. Dann den Knopf, damit du Das. dann. Ah, schön Kabeljau sogar. Ja. Ja, genau. Wenn ich jetzt Ja. nur Hunger hätte. Ja, ne? Schön dekoriert halt hier auch mit Lava. Das Kritische ist hier die Wolldecke, aber das reicht gerade noch im Abstand. Ne, dass die Leute. Dann haben wir hier den Club des neuen Anfangs. Eine kleine, gemütliche Lounge. Auch schön, ja. Kieswände. Wer kennt's denn Ja. nicht? Ja. Ja, nee, ich weiß Weil. schon, was es zeigen soll, doch.
Ja, und dann, warum Club des neuen Anfangs? Weil hier unten die Monstershow stattfindet. Ja, das ist hier eine klassische Monsterfalle. Wie gesagt, noch aus Zeiten der Beta und bevor es die XP-Punkte gab. Ja, wir können sie aufmachen. Wir können sie aufmachen, sagte ich. Ja, Sesam, öffne dich, dann geht's wieder. Nee, vielleicht auch nicht. Wartet mal. So, können wir da den. Na, sag mal, jetzt hat. So. Ja. Ja, klassische Monsterfalle, einfach ein großer dunkler Hohlraum, wo die Monster dann spawnen und durch diese Wasserströme hier zur Lava geleitet werden und dann eben verbrennen und ihr Loot fallen lassen und das dann eben hier unten hin getrieben wird, wo man es dann ganz bequem aufsammeln kann. Stammt halt noch aus der Zeit, als es keine XP-Punkte gab. Ja, heute ist es ja viel sinnvoller, die Monster selber umzubringen, um halt auch die XP-Punkte abzugreifen. Ich denke mal, so schlimm wird das hier nicht für die Veganer, oder? So Zombies, Zombiefleisch und so. Ja, Ich denke, das ist auch nicht gern gesehen bei denen. Skelette haben ja auch kein Fleisch mehr Ja, auf dem Knochen, ne? genau. Also das ist ja dann unter Umständen die Ausrede. Spinnen vielleicht No. noch. Ja. Ja. Dann können wir hier runter, da haben wir nämlich die Minecart-Station. Ich habe meine Welt ja durchgängig eigentlich erschlossen, mit Minecart-Strecken verbunden alles. Und ja, die erste Minecart-Strecke, die ich gebaut habe, ist die, die jetzt hier zur Strandhütte führt. Damals musste man natürlich auch das ein bisschen anders machen, als es heute üblich ist mit den Minecart-Strecken. Es gab ja noch keine Powered Rails, sondern man musste Booster bauen, wo neben der Minecart-Strecke einmal noch eine kleine Schleife war, auf der eine Minecart stand und das dann das eigene Minecart so mitnahm und boostete. Da gibt es noch alte Tutorials auf YouTube, da kann man sich das mal angucken, wie das funktionierte. So, und ich sehe jetzt mal zu, dass ich hier mein Card wegkriege. Jawohl. Und hier sind wir also dann unter Robinsons Hütte. Hier habe ich mir dann unterirdisch ein Lager aufgebaut, was ich dann ja schon lange nicht mehr genutzt habe. Aber man sieht, hier geht es dann auch mit Minecart-Strecken wieder weiter zu anderen Ecken. Und jo, steigen wir einfach mal die Leiter hoch. Okay. Ja, zur Enklave steht er auf dem Schild. Erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern du Fallout schon gespielt hast. Noch nie. Aber, ah, okay. Noch Weil da gibt nie. es auch so eine Gruppe, die sich die Enklave halt nennt. Das habe ich Ja. daran jetzt vielleicht so leicht erinnert. Hätte ja gut sein können, dass es eine Anlehnung darauf gewesen Aber wäre. durchaus möglich, Ja. denn die Enklave habe nicht ich gebaut, sondern die Jungs von Let's Rock Minecraft, Ah, wenn ich okay. mich Ja, recht vielleicht haben die ja erinnere. Fallout gespielt. Vielleicht haben die Fallout gespielt und daher die Anspielung gemacht. Ich habe nämlich ja so in unregelmäßigen Abständen alle 100 Folgen, Pi mal Daumen, so eine Mitbauaktion Richtig. in meiner Welt, dass ich eine, meine Welt zum Download anbiete. Unter Folge 500 müsste der Download-Link noch da sein, mal so als kleiner Hinweis, wer da vorbeigucken will Genau, und sehen geht auch an will, meine Zuschauer. wie Vielleicht. groß die Welt denn wirklich ist und wo wir hier rumgelaufen sind. Und ja, da können also meine Zuschauer bauen in meiner Welt und ich gucke mir das an und was mir gefällt, übernehme ich dann in meine Welt. Ja. Und ja, hier war, wie gesagt, der Punkt, wo alles angefangen hat. Den Lehm, der ja damals auch eine sehr seltene Ressource war, da habe ich ein bisschen davon da hinten in der Bucht gefunden und den dann halt eben gleich hier verarbeitet zu Ziegeln. Ah, ja. Und was wir hier auch noch Interessantes haben, das ist so meine Projektwand, Ah, hier aber die ist ich auch das schon, schwarze Brett. lange nicht, ja, das schwarze Brett, auch schon lange nicht mehr genutzt, aber hier habe ich eine Zeit lang mal eben für Sachen, die ich noch bauen wollte, habe ich mir dann hier halt ein Schild hingemacht, damit ich das nicht vergesse. Eine Kogge in Neptuns Neptuns Dank. Dank, Ah, eine genau. Kogge. Eine Kogge, Ja, genau. Das das. ist ein Gut. mittelalterliches Segelschiff. Ah, okay. Ja, jetzt Und weiß ich da ich mehr. halt einen Draht zur Segelei habe und mich für Maritimes interessiere, wollte ich halt sowas auch in Neptuns Dank mal bauen. Okay. Hab's dann auch gebaut. Aber dann festgestellt, dass ich mich komplett im Maßstab geirrt habe und das Ding abgerissen. Und seitdem gibt es im Hafen von Neptuns Dank ein ziemlich großes Erdloch. Ja, können wir Oh. uns dann auch mal angucken.
Ja, Das wäre nicht schlecht. Ich würde es wohl gerne sehen, so die diese ja. missratenen Ja, Bauprojekte. klar. Was inzwischen entfällt, was erledigt ist, ist die Bohrinsel beim Pilzhaus im Meer. Dann weg damit. Das ist erledigt, das Projekt. Da ist jetzt keine Bohrinsel entstanden, sondern da habe ich ein schwimmendes Dorf Ah, ja, ist ja knapp eine gebaut. Bohrinsel. Ja, wenn wir die Baustelle bei Neptuns Danke sehen wollen, dann sollte das sich wieder in dein Boot setzen. Ich muss ganz kurz hier zu einer Werkbank. Gut, dass ich Holz mitgenommen habe. Okay, jo. Ich sollte das nächste Mal das Boot am besten mitnehmen. Ach, siehst du, ja, stimmt. Das hast du jetzt natürlich bei auf Puerto Vallarta stehen lassen. Ja, da bleibt das jetzt. Das hat's da ganz gut, denke ich mal. Boah, das bleibt da auch schwimmen. Linke Hand, ich weiß nicht, wie die Sichtweite bei dir ist. Linke Hand, der große Berg, der da an dem Lava runterfließt. Ja. Das ist das Creeper Memorial. Das habe ich in Folge 18 quasi als Special bei mir vorgestellt. Das ist ein Berg, den ich halt so ausgebaut habe, als ja, Gedenkstätte für den unbekannten Creeper. Ne, man weiß ja recht wenig über Creeper. Und hier kommen also die Creeper-Witwen und Kinder, wenn es denn Witwen und Kinder sind, hin, um ihre Väter zu trauern, Ah, wenn es denn okay. Väter sind. Ja. Man weiß es ja bei Creeper nicht. Genau. Ja, deswegen ist die obere Platte dieses Berges halt auch aus Obsidian, ne, explosionssicher. Man weiß ja, was mit Creepern passiert, wenn sie sich aufregen. Ja, leider. Ja, das ist also auch da richtig schön ausgebaut. Das ist eine coole Dann, Idee. ja, na klar, das Ja. ist halt, ne, sowas fällt einem halt ein, oder zumindest mir. Ja, wir machen mal hier einen Bogen, lass mal rechts rum um die Insel rumfahren und dahinter dann links abbiegen. Dann fahren wir nämlich genau zu auf einen anderen schönen Standort, den habe ich in Folge 100 vorgestellt. Die habe ich auch so ein bisschen als Special aufbereitet. Das ist der Ferienclub Les Piranhas. Man kennt ja so diese All-Inclusive Urlaubsanlagen. Und da habe ich also hier so einen Club gebaut, hinten mit Liegewiese und Restaurants und Apartments und Suiten und so weiter. Das Wichtigste oder Wichtigste ist halt auch dann hier unten dieser Skelettspawner, Ah, da unten, ja. den man da sieht. Wenn es dunkel wird, dann wird es tatsächlich so dunkel, dass da unten also auch Skelette spawnen, trotz der Fackeln. Okay. Und da unten ist natürlich die Hotelbar und der Nightclub. Ja, Fehlt noch eine Tanzstange. kann Dann man sich, kann man sich alles wird's in Folge perfekt. 100 anschauen. Ah, okay. Da habe ich das richtig schön aufbereitet und gezeigt. Einmal komplett hier rumgegangen. Halt, 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 Aber halt, halt. Da steht irgendwas auf dem Schild. Irgendwie, halt, komme ich hier aus dem Boot raus? Bitte, Minecraft? Da, Finger weg, Farm. Besitz genau, hier ergreifend werden wir jetzt das hier, oder wie? Schilf. Ah. Nee, das ist ja hier an die Gäste und Mitbewohner. Ah, gut. Ja, die virtuellen. Ich spiele im Singleplayer. Ne? Das ist wirklich nur eine Ausnahme, dass ich für eben so ein unterwegs mit meine Welt hier auf den Server hochlade. Genau. Sonst bin ich in meiner Welt immer alleine unterwegs. Da vorne ist so ein Leuchtturm-ähnliches. Na, wobei Leuchtturm. Oh, okay, nein, ist kein Leuchtturm, nein. Geradeaus, ich weiß jetzt nicht, inwiefern. Kannst ja gucken, wo ich gerade lang glotz. Dort vorne sind ja zwei Türme. Ja, das ist Karabatabana, und zwar die Kirche von Die Karabatabana. Kirche, okay. Auch in einer Mitbauaktion entstanden. Eine kleine Ortschaft. Wir können noch ein bisschen näher heranfahren. Und, ja komm, wir können ja auch raushüpfen, Jo. denn bis Neptuns Dank ist es nicht mehr weit. Klickidi-Klack, Boot mitnehmen nicht vergessen. Ich bin dabei. Ja, wird. Ja. Ups, hier fehlt ein Klotz Erde. Hat die den Krieger mal gesprengt oder? Ah, okay, naja, Ja, den Fusch habe ich. beim Bau, das passiert mal, wenn die Bauarbeiter nicht richtig arbeiten. Machen wir mal schnell. Na? So. Zack, 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 wo war der Baum? Hinter dir, ja, genau. Kann natürlich auch Ach, sein, dass schon das ein besser. Enderman war, Natürlich, der das das kann natürlich auch mitgenommen hat. sein. Ja. Ja, wie gesagt, die Häuser hier, Karabatabana, auch in der Mitbauaktion gebaut von einem Zuschauer. Ich weiß
allerdings nicht mehr, wer das damals war. Ich glaube, könnte sein, dass es Mr. Epeko war. Ja. Und ja, kleine Häuser, kannst reingucken. Fischers Fritz, ja, das spricht mich doch Ja. direkt an. Ja. Da muss ich direkt mal reinschludern. Ach, schöne renoviert. Ja. Ja. Flachdach. Ja. Relativ zumindest. Relativ, genau. Ne? Ja, Und hier spitzflach. haben wir halt die Kirche, wo du die beiden Türme gesehen hast. Ja, oder zumindest einen erstmal. Oh, eindrucksvoll ja doch schon. Ja. Ne? Ja. Eine Kathedrale wird es noch nicht ganz. Nö, aber ist schon. Passt Ja. zu so einer relativ kleinen Stadt. Ja, ne, aber halt hier auch den zentralen Dorfplatz mit Brunnen und im Rathaus und so weiter, was der alles toll gebaut hat. Oh. Eisen zum Steht auch Mitnehmen ein oder was? Schild. Ach, was? Nein, ich Was? wollte nicht klauen. Nein, Das nein. Eisen? Ach, ja, kannst du ruhig. Es ist ja eine Kopie von meiner Welt. Also, ja, wir können ja machen, Verdammt. was wir wollen. Verdammt. Kommt nichts weg. Ne? Eine Stadtwache gibt es hier auch. Jetzt fallen meine ganzen Ja. geplatzierten TNT-Blöcke nicht mehr auf. Verdammt aber auch. Tja, tja, tja. Ja, und dann können wir mal hier kurz durch die Wildnis. Dann sehen wir nämlich schon Neptuns Dank vor uns. Ja. Das Schiff hat auch jemand in der Mitbauaktion gebaut. Oh, das sieht echt gut aus. Ja. Und Neptuns Dank selber ist auch teilweise in der Mitbauaktion entstanden. Teilweise habe ich gebaut. Das war Schandmaul kenne ich. Nee, Knobi war das. Der hier sehr viel gemacht hat. Und ja, hier gibt es halt auch wieder viele, viele schöne kleine Details. Ne, auch wieder Anspielungen auf die Minecraft-Welt hier. Glotzon ist ein typischer Zwergenname. Der betreibt hier natürlich die Mine. Dann haben wir hier am Hafen der Leuchtturm. Ja, Servas, das ist von Knobi gebaut und benannt, aber was wieder eine Anspielung auf die Minecraft-Welt ist, das ist hier, ne, da gibt es Würstchen und Brötchen, treibe mich selbst in den Ruin, da fehlt ein S, treibe mich selbst in den Ruin, Schnapper, wieder eine Anspielung auf die Scheibenwelt, ne, tja, treibe mich selbst in den Ruin, Schnapper, bekannte Figur aus den Scheibenwelt-Roman, ja, dann haben wir da links eine Werft und ein Seemannsheim daneben, dann hier wieder so eine Art Rathaus und der kommt ja auch mit den Türen nicht ganz richtig zurecht beim Bürgermeister. Ja. Aber um den Koggenbauplatz zu berücksichtigen. Hier haben wir eine klassische Mietskaserne. Ja. Können wir auch mal reingucken. Gerne. Da ja. Ja. Oh, Mensch, hier hat der Bürgermeister wieder ein bisschen rumgewütet. Ja. Da fehlt wieder die halbe Tür. Oh, Die halbe Tür. Aber die anderen sind alle da. Ja, hast ja also kleine Quartiere, wo die Leute wohnen können. Und eine schöne Anekdote war, Knobi hat das Ganze im Kreativmodus gebaut. Wollen wir mal draußen gucken. Ja, das Ding hat ein Spitzdach. Okay. Und er hat aber in den Stockwerken hat er eine flache Decke eingezogen. Das heißt, da oben war ein großer Hohlraum. Ja, Und was okay. dann im Survival-Modus passiert, ist klar, ne? Es spawnen da oben Monster. Monster. Hatte Ja. da oben also mal haufenweise Zombies zu Gast. Ja. Und ja, hier sind wir am zweiten Hafenbecken von Neptuns Dank. Ist das eine Guillotine jetzt hier oder wie? Naja, so ein Ach, ein Galgen. Galgen, sogar Ne? noch viel Ja, besser. so als Warnung. So Ach als so. Warnung. Ja, ich benehme mich, mach dir ja keine Ja. Sorgen. Da brauchst du mich noch nicht ranhängen. Na, dann links haben wir hier das Büro des Hafenmeisters. Oder soll, hier haben wir eine Baustelle. Ja, das. Ja. Ja, hier, genau. Was wir hier noch Nettes haben, ein kleines Detail, ein Pranger, an den jemand gestellt wird. Und der wird dann also hier an dem Pfahl gefesselt und dann kann man sich da aus dem Spender gegen eine kleine Spende für die Community, kann man sich Ja. dann alle möglichen Gegenstände, Eier und faule Fische und was weiß ich rausholen und den dann damit beschmeißen. Das hat extrem viel Potenzial für irgend so ein Multiplayer-Projekt oder so. Dass man so jede Woche so ein Eumel der Woche oder so wählt und den an Ja, die ranstellt und bewirft. klar, ne? Ja, die,
Gebrochene Trommel kennt man auch aus den Scheibenweltromanen. Ja. Und hier hinten diese Hütten, das ist mein zentrales Lager, soweit Ah, man okay. davon sprechen kann. Na, das ist jetzt also hier Hütte halt auch ein bisschen alles aufgeteilt. Hier haben wir also Nahrung und Naturalien. Und ich habe also in jeder Hütte, wo man reingeht, 12 Doppelkisten. Da kriegt man schon einiges unter. Ja, schon. Ja, und es sammelt sich halt einfach so einiges im Laufe der Zeit an. Es sind auch Sachen dabei, die man nicht craften kann, zum Beispiel. Die kommen halt einfach durch die Mitbauaktionen, wenn Leute mir im Kreativmodus was bauen und dann halt einfach Sachen in die Truhen reinstecken. Da wäre so eine Frage Ja. jetzt hier bei den Äpfeln. Ja. Das ist ja schon eine, ja, ein paar goldene Äpfel, wenn man es so nennen kann. Ja. Ja. Also, Bedien dich. oh ja, da, Dann nehmen gern wir doch. jetzt Oh, direkt mit. hallo, was ist Ja. das jetzt hier? So, Ja, ne? hab Wir mich gern packen. daran bedient. Ja, klar, ne? Es sind Auch. ja ein paar. Ja, einige wenige, ne? Ich meine, es Hätten noch ist. mehr sein können. Normalerweise verrate ich es nicht am Anfang, aber es ist ja beim Unterwegs mit auch Tradition, dass wir dann hier eine Doppelkiste hinpacken und du dich hier mal bedienen kannst. Und diese Doppelkiste kriegst du dann als Schematic Ah, zugeschickt, dass du sie in okay. deine Minecraft-Welt dann mit MC-Edit einfügen Das kannst. ist gar nicht mal so schlechte Idee. Also ich finde die echt Ne? gut. Das ist. Ja, Okay, also dann bediene ich mich überall. wir kommen auf jeden Fall nochmal her, dass du dich hier genüsslich bedienen kannst, Das ist aber gut. hier im Hafenbecken dieses Erdloch, ja, das ist also die Baustelle für die Kogge, die war hier mal drin und die müsste eigentlich nur halb so groß sein, ja, damit sie maßstabgerecht Dann wird's mal Zeit, die muss aufgebaut Aber, werden. naja, also es ist so eine Dauerbaustelle, die liegt ja, glaube ich, schon 4 Jahre rum. Och, ach So so. ungefähr. Na, also von daher, es ist kein Drang. Na. Nee, man hat ja noch Zeit. Ja, na klar. Na. 4 Jahre, ach Na. komm. Ja, na, wie gesagt, also ein bisschen Durchhaltevermögen, na, gehört halt auch dazu. Und es gibt noch viel zu viel Interessantes, anderes, Schönes und vor allen Dingen weit weggelegenes. Ja. Man sieht also auch Neptuns Dank gar nicht mal so klein als Siedlung. Hier haben wir sogar links noch ein Gericht. Ne? Hier ist noch ein Richtblock, also nicht nur ein Galgen, sondern auch, ne, so dass da wirklich Blut fließt. Hier unten mit dem Redstone angedeutet. Ah, hin. Ja. Und Brutal, wie hier mit dann haben Menschen wir, umgegangen wird. Was? naja, also es sterben nicht alle gewaltsam hier. Nicht alle. Ja, wir haben hier nämlich, nein, 98 noch wenige Prozent. Ausnahmen. Ja, wir haben hier also auch noch einen Friedhof. Ja, hier liegen also natürlich auch noch ein paar Leute rum. Für die Leute, die beim Galgen oder beim Richtblock Dann, umgekommen sind. ja, ne, das nutzt man natürlich immer als für Wortspiele. Ne? Der Winterschmied, Lord Death und Obergefreiter Knuddel, das sind wieder Figuren aus den Scheibenweltromanen. Der Ja. gute Geschmack. Ja, natürlich, ne? Elvis akzeptiert Ja. es endlich. Ne? Ja. Die Truhe ist wieder eine Scheibenweltanspielung. Ne? Der unbekannte Held. Ja. Ne? Und so weiter. Und hier haben wir. Ach ja, das ist noch eine andere Geschichte. Okay. Rigtaljan, das ist jetzt nicht aus der Scheibenwelt, sondern ist von Knobi hier eingefügt Ah, worden. okay. Der Grabstein oder die Beschriftung. Ne? Dann haben wir hier halt noch, klar, neben dem Friedhof, den Tempel der geringen Götter. Auch wieder Scheibenweltanspielung. Ja, und direkt unter dem Tempel. Jetzt sind wir in Griechenland hier gelandet, oder wie? Ja, jetzt ist alles so ein bisschen so Mix. Direkt unter dem Tempel haben wir einen Bahnhof. Ja. Ja. Also oben reist man in die Ewigkeit, unten im Diesseits hin und her. Ja, den habe ich gebaut. Den Tempel hat dann Knobi oben drauf gesetzt. So ging das bei diesen Mitbauaktionen, ging das da zusammen. Und ja, rechts hast du so eine Kabine für den Fahrdienstleiter, ne, der dann hier auf die Bahnsteige gucken kann und den Überblick hat. Hier oben holen sich halt die Reisenden ihre Fahrkarten.
Und wenn man jetzt runtergeht, hat man hier unten nochmal eine kleine Ladenetage Abgefahren. mit Restaurant, genau, natürlich Bahnhofsrestaurant abgefahren. Liegt doch nahe, wieder das Wortspiel. Ja, genau. Ja. Dann haben wir hier noch Zeitungen und Reiselektüre, mit denen man sich eindecken kann. Hier in der Mitte zentral nochmal ein Auskunftsschalter in der Truhe. Da hinten sind dann, glaube ich, sogar noch Minecards drin und ein bisschen Reiseproviant. Dann gibt es hier noch einen kleinen Imbiss Kleiner und so Happen, weiter. ja. Ja, klar, es ist halt, ne? Man muss halt Leben in die Welt bringen. Natürlich. Beziehungsweise ja, die Sachen halt auch so ausschmücken. Das ist halt auch mit meiner Art. Jetzt ist die Frage, wo schauen wir als nächstes mal vorbei? Welche Strecke nehmen wir denn? Ich habe das hier gar nicht ausgeschildert, fällt mir auf. Das ist also auch noch eine Sache, die gemacht werden muss. Ja. Ja, dass man ausschildert halt, wo die Minecart-Strecken hingehen. Also die rechte, die würde oder die geht nach Les Piranhas Okay. zurück, wo wir mit dem Boot vorbeigefahren sind, Genau. nach Puerto Vallarta, wo wir also schon waren. Dann die rechts nach geradeaus weitergeht, die geht zur Spinnenhöhle. Dann kommen wir dann zur Residenz Ransaya und zur Lavahöhle. Dann die schräg links, die führt, glaube ich, im Bogen zurück über, dass wir dann wieder zum Creeper Memorial kommen. Beziehungsweise, nee, das ist die ganz links. Wir nehmen mal die zweite von links, Okay, alles also klar. die hier, Ja. und schauen mal, wo wir dann landen. Ja, irgendwo kommen wir an. Irgendwo kommt man schon raus. Man sieht, ich habe auch mir bei der Gestaltung der Tunnel ein bisschen Mühe gegeben. Ja, soweit ich meine Minecart-Strecken unter Tage gebaut habe. Es sind relativ wenig Minecart-Strecken, die ich unter Tage gebaut habe, weil du einfach dadurch zu viel Material zusammenkriegst. Die meisten Minecart-Strecken, weitaus meisten Minecart-Strecken, laufen bei mir oberirdisch. Einmal, damit man halt auch immer schön was von der Landschaft sieht, so wie wir hier. Und jetzt weiß ich auch, wo wir hinkommen, nämlich nach Bespelagic. Auch eine Anspielung auf die Scheibenwelt. Der Name wieder. Und auch nochmal schön um zu schauen, was ich hier so baue und wieso der Stil bei mir ist. Und zack. Nein, nein! Wo will Du der denn kannst die jetzt hin? Klappe aufmachen. Ja, schon. Ach, da gut. Eieiei, wo will der denn jetzt wieder hin? Was? Also, der will mich verarschen, habe ich das Gefühl. So, jetzt bleibst du aber auch hier stehen, hast du mich verstanden? Ah, danke. Okay. Ich hätte die Strecke auch nach egal. Naja. Oh, hier haben wir also dann die Minecart-Station von Bespelagic. Hast du die Tür hinter dir zugemacht? Gut, okay. Weil das ist nämlich einfach auch eine Monstersicherung, na, dass die hier nicht in die Minecart-Station reinkommen. Und ja. Ja, da habe ich mir so gedacht, weil hier eine große Sandbucht war, dass ich also hier so eine Art Ferienort hinbaue. Und das so im ja angedeuteten japanischen Stil, sprich mit den dunklen Netherrack Bricks oder Netherziegeln. Ja, dann das dunkle Holz, Fichtenholz und eben dann Quarz, der damals neu war. Ja. Und hier eben dann dieses ja dunkelrot und weiß in dem Stil halt so ein bisschen und halt auch mit den verzierten Dächern, dass das so ein bisschen japanisch-asiatisch wirkt. Sieht Ja. nicht schlecht aus, ja doch. Diese Quarzblöcke erinnern mich irgendwie an diese Papierwände. Ich weiß jetzt nicht ganz Ja. genau, ob das auch das darstellen soll. Nee, Tatami sind, glaube ich, die Fußmatten. Nee, das sollen Ah. schon normale Okay. Wände sein. Nee, das sieht ganz gut aus, doch. Ja, Passt auf jeden Fall. dann haben wir hier auch noch mal ein Restaurant. Ja, das Auto wo laute, also Haute Volée, ja, weil hier die Leute hinkommen, um sehen und gesehen zu werden. Ja, können halt hier draußen sitzen und natürlich alles hier richtig schön edel gemacht mit den Sitzbänken und ja, Pipapo, alles drum und dran. Natürlich kann man auch reingehen, gibt eine Küche, gibt einen Tresen wieder, ne, wie du dann auch schon in Puerto Vallarta gesehen hast, Ah, ne, hab man gehört, sich dann hier auch gilt bedienen Selbstbedienung. kann. Ja.
Ja, das ist doch immer was Gutes. Ein paar Kartoffeln für Naja. den typischen Deutschen, das. Klar. So. Ja, kannst du auch noch rechts dann durchgehen, kommst du quasi ins Hinterzimmer, in die Küche. Ah, okay. Die ist jetzt natürlich nicht ausgearbeitet, sondern das ist dann quasi hier für mich der Arbeitsbereich, halt nochmal ein Lager mit ein paar Kisten und Vorräten und so weiter. Ja. Weil meine Welt ist noch deutlich größer als das, was wir bisher gesehen haben. Und dann immer von einem Ende zum anderen, um irgendwie Material zu holen. Das Ja, ist dann immer eine deswegen weite Fahrt auf jeden Fall. sind halt über die Welt verstreut so eine Lager, wo ich mich halt aufhalte und wo halt der Kram anfällt, da wird er dann auch hingeschmissen. Ah, okay. Ja. Ja. Zack, 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 zack. Oh, was können wir uns noch anschauen? Jawohl, ganz in der Nähe. Ein Riedach, ein R. Ja, ein Reetdach soll es Ja, darstellen. ich habe Es ist einfach eine gerade glaube was gelbe anderes oder gesagt, orange Rolle. deswegen. Ja, das ist auch ein aus der Mitbauaktion. Warte mal, habe ich hier die. Ja, kaum bin ich hier auf Lande, schon fängt es an zu regnen, natürlich. Ah, hört auch gleich wieder auf. Ja. Ah, geht doch. Der Das ist dann Wettergott. auch ja aus einer der ersten Mitbauaktionen, das Restaurant zum einarmigen Koch. Und dahinter dann im gleichen Stil gebaut nochmal eine Herberge Oh, oder ein ja. Hostel. Ne? Ah, hier war der Bürgermeister wieder unterwegs. Hat eine Hat lange sie die Strecke Türen wieder hergetragen. zersäbelt. Ach, okay. Und was ich dann später noch dazugefügt habe, ist dann halt hier diese Minecart-Station. Wir können einfach mal die Gleise langlaufen. Es ist nur eine kurze Strecke. Gerne, ja. Ja, und hier wieder der Tunnel schön gestaltet. Wenn schon Tunnel, dann hübsch. Ne? Und gut, ich sag mal, im Falle der Smaragdblöcke hier, das Material ist dann einfach da. Einfach da. Ja, ne? Ich zeig dir noch den Fuchsbau. Da werden dir die Augen übergehen. Jetzt bin ich Ja. gespannt. Jetzt muss Und auch was Gutes zeigen. Oh, also nicht, dass die anderen schlecht waren. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn du schon so ja. andeutest, dann erwarte ich jetzt auch richtig was. Also zumindest was Material angeht, ist der Ah. Fuchsbau ziemlich einmalig. Ne? Okay, Was die ja. Bauweise angeht, ist das hier ziemlich einmalig. Epikureia, Okay. das ist aus einer Mitbauaktion. Ja, du kannst hier einfach durch den Wasserfall durch. Es ist auch noch ein versteckter Hebel da, mit dem man den abschalten kann, sodass man also dann hier trockenen Fußes reinkommt. Oh. Ja, dauert ein bisschen, bis das dann weg ist. Ja, aber der Schalter ist auch von außen zugänglich, beziehungsweise außen ist noch ein zweiter, sodass man den hier wieder abschalten kann. Und ja, das ist eine riesige unterirdische Stadt, die Mr. Epeco damals hier einfach in diesen Berg reingebaut hat. Im Creative-Modus, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich nehme an, er hat es im Creative-Modus gemacht. Ja, es würde War mich sehr das. wundern, den Überlebensmodus, das hier fertigzustellen, ey. Ja. Das Ding ist wirklich riesig und überall wunderschöne kleine Details und Ideen drin. Ne? Heute im Angebot saftige Melonen, also auch Farmen und so weiter. Ah, Alles hier drin. Selbstbedienung. Eine große Mine hat er hier noch gebaut. Alter Schwede, wie lange Kaktusfarm. saß denn der so ungefähr daran? So, vielleicht hast du da Informationen. Nee, das nicht mehr. Okay. Aber die Mitbauaktion selber, die lief, glaube ich, so über 1, 2 Monate, Okay, die ja. Leute Zeit hatten, was zu bauen. Und bei solchen Projekten ist das auch klar, dass da jemand noch länger unterwegs sein kann. Ne? Wenn man noch Pilze, wenn da Bedarf ist. Und ja, also wer hier richtig noch entdecken will, auch wie man da oben auf die Galerien langkommt und was sich hier sonst noch so alles verbirgt, ist dazu herzlich eingeladen. Meine Welt kann man sich runterladen bei Folge 500 auf meinem Kanal. Ja, Da ist den der Download-Link Download-Link. ja auch bei mir verlinken, soweit das in Ordnung so geht. Ja, oder die Folge 500. Oder Weil die da steht der Folge Link natürlich. in der Videobeschreibung. Und da kann ich ihn nämlich einfach aktualisieren. Ah, Falls der abgelaufen sein Genau. sollte bei Mediafire inzwischen, der Stimmt, das Link. ist dann die bessere Ja, Idee. das ist, glaube Richtig. ich, die bessere Idee. Okay. Ja.
So, dann machen wir hier wieder Klack, das Wasser an. Ja, also Epikureer. Wieder ein Werk aus einer der Mitbauaktionen in meiner Welt. So, zum Fuchsbau ist es jetzt eine etwas längere Strecke. Aber wir haben, ja, da fahren wir dann wieder Minecart und da sehen wir dann wieder was von der Welt. Ist ja alles okay. Ne? Ja, solange der mir nicht wieder entkommen will oder so. Ach, ja. Alles soweit kein Problem. Ich komme da ja noch hinterher. Wie Ja, vorhin das doch ist auch auch. ganz gut. Ja, klar. Ah, no. Ich muss immer so So, zwischendurch dann haben kurz wir doch wieder noch. abbremsen und so. Da, ich habe es ja schon mal erklärt gehabt, meine Internetleitung. Ach Zumindest, so, was dann ja. der ist dann der Bildaufbau bei dir hinterherhängt. Ja, Okay. genau, richtig. Ja. Also ist nicht so schlimm, ich komme schon hinterher. Ich muss nur manchmal abbremsen. Also nicht wundern, wenn ich da auf einmal hinter irgend so einem Haus Ja, noch ja. stehe. Ja, keine Affäre. Gut. Alles So. klar. So, dann gehen wir zurück zur Minecart-Station. Oder wollen wir Boot fahren? Nee, wir fahren mal. Obwohl, wie ist denn das bei dir mit dem Ton, wenn du Minecart fährst? Ist der laut, relativ? Nee, also der Ja? ist eigentlich, ich habe ihn ja runtergestellt noch vor der Aufnahme. Das Ah, ist okay. alles in Ordnung. Okay, gut. Dann können wir hier getrost mit dem Minecart unterwegs sein. Und zwar die hintere Strecke. Okay. Die führt nämlich zu den käsedickschen Anwesen. So, da ist auch noch eine schöne große Farm dabei mit Hühnern und so weiter, Grillautomat. Ja, aber deswegen baue ich halt die Minecart-Strecken oberirdisch, damit man halt auch ein bisschen was von der Landschaft sieht, wenn man hier unterwegs ist. Und man sieht also überall so kleine Stützpunkte oder Höhleneingänge zum Beispiel, das mache ich gerne, dass ich mir die, ja, dass ich die einfach, ja, ausbaue. Kommt eine Wand vor, Fenster rein, Tür rein, Dach drauf. Na, aber baue mir halt auch gerne so zwischendurch, wo es halt passt, so kleine Hütten und es wird nicht alles so ein großer Stützpunkt oder so ein Großprojekt wie jetzt hier Vespelagik oder Neptuns Tank oder sowas. Hier links sieht man die Spuren eines Wechsels im Weltengenerator unter der Ja, Brücke, diese Wasserkante. genau, habe Ja, ich auch das gerade ist entdeckt. passiert bei irgendeinem Update, als halt auch der Weltengenerator abgedatet wurde. Da war auch einmal der Wasserlevel einen höher als sonst. Und die Chunks, die zu der Zeit generiert wurden, haben halt diese Stufe. Gut. Ja, und Resistenz. Nee, wir fahren mal weiter zu den käsedickschen Anwesen. Gut, ich folge dir auf Schritt und Tritt, zumindest Jo. solange ich kann. Oh. Ach Jetzt muss Mensch. ich jetzt hoch. Na, Da bin ich ja. gerade erstmal direkt in deinen Ja, Hintern ich bin falsch reingefahren. gestartet. Ich bin ein bisschen zu langsam. Ach. Deswegen funktioniert jetzt bin ich. Jetzt habe ich das richtige Tempo drauf. Ja, man sieht halt auch hier immer wieder überall irgendwohin Minecart-Strecken führen. Und halt auch immer wieder Wege. Hier links dann auch so eine schöne lange Brücke, die dann auch alles verbindet. Ja, ich spiele zwar alleine in meiner, oder ich spiele ja alleine in meiner Welt und baue mir halt die auch so, dass ich ja, in dieser Welt zurechtkomme. Es geht hier weiter dann auf der gegenüberliegenden Seite Richtung Pumpkin Manor. Gut. Das ist nämlich auch nochmal eine schöne Sache. Ja, na klar, Pumpkin Manor, Pumpkin, Kürbis. Ja. Ja, da habe ich nämlich einfach einen riesen Kürbis gebaut. Und mir den als Bude, als Stützpunkt eingerichtet. Ne? Hier links unten haben wir die käsedickschen Anwesen. Da war ja eine Höhle, ein Hohlraum, relativ dicht unter der Oberfläche. Den habe ich dann ausgebaut. Und da ist dann halt das so draus entstanden. Das ist eigentlich bei allen meinen Bauten so, dass ich eine Stelle in der Landschaft finde, wo ich sage, okay, hier passt das und das und hier würde sich das und das gut einfügen in die Landschaft. Ja, ich habe da also nicht, ich sag mal, so einen festen Plan, dass ich sage, okay, da baue ich eine Stadt hin, egal was da jetzt für eine Landschaft ist, sondern ich streife halt hier durch die Welt und gucke mich um und wenn mich eine Idee anfällt, hier könnte das und das hinpassen, dann
baue ich das halt. Ne? So wie hier voraus sieht man jetzt Pumpkin Manor. Ah, Oh, da sehe ich halt es. Verdeckt von den Wolken bei mir. Kürbis. Genau. Ah, okay. Ja, ich kann sie kurz ausstellen. Ah. Wo haben wir sie denn hier? Wir Da, können ja die. jeden Jahr ran Gut. und erstmal einen Blick drauf werfen. Genau, und dann fahren wir von da aus mit dem Boot weiter. Gut. Dann haben wir auch wieder eine interessante Tour. Ja. Da, jetzt, ja, jetzt sehe ich es auch ganz. Na, genau, also einfach Ah. mal einen riesen Kürbis gebaut. Und der ist halt auch innen richtig ausgebaut als Station. Ha, die guten alten Kürbislaternen, die sich hier wieder rausstrecken. Ja, natürlich. Natürlich, ne? Ich liebe die Dinger einfach. Ach, da ist der Knopf. Ah, der Ja, leicht verdeckter. auf Stein ist er schwer zu entdecken, ne? Ja, Also hier erstmal schon. das Untergeschoss wieder so Lager- und Arbeitsbereich. Ja, dann geht's hier dann hoch in die erste Etage. Wo so ein bisschen, ja, Lebensbereich, was weiß ich, Wohnzimmer hat. Hier dann die Treppe hoch. Die Alles nächste mit Kürbissen. Etage. Alles mit Ja. Kürbissen hier. Ja, natürlich. Ah, Ist ja leuchtend. Kürbislaternen. Kürbislaternen. Ganz Genau. wichtig. Ja. Und die Außenhaut, das ist normale orange Wolle. Und halt graue Wolle. Ja. Außen. Ja. Und hier noch weiter, zack, im Zickzack. Da kommt man dann, wenn man hier auch dann noch die Dachtür aufmacht, richtig raus. Ja. Und Gut. dann Das steht ist man gut. oben. Also gute Idee, eine Genau. Kürbis zu verwenden. Ja, kleine Besonderheit. Das ist ja alles aus Wolle und die ist ja recht feuerempfindlich. Deswegen gibt es hier oben diesen Wassergraben. Ah, okay. Ja, Ja, wenn also ich hole mal kurz den hier irgendwas Feuerzeug und teste abbrennt das Ganze. innen, Was? Hm? dann ist die Chance, dass das dann hier halt durch das Wasser gelöscht wird und nicht der ganze Kürbis abbrennt. Ja, also wenigstens ein Teil dann erhalten bleibt. Wow. Ja, aber ansonsten halt hier alles schön dekoriert mit Bildern, Büchern und so weiter. Ja, man kann also auch hier dann in den Außengang rein, dass man also hier auch durch die Fenster dann rausgucken kann. Ja. Und könnte auch, wenn man sich geschickt anstellt, ganz außen in den Ecken sieht man auch das Wasser dann runterlaufen, ne, als Wasserfall teilweise. Da könnte man dann auch zur Not dann wieder ganz nach unten durch und raus. Ja, und käme dann hier unten an. Da, ja. Also alles drin, alles drum, alles dran. Kleiner Aufzug. Ja, ne? Klar, wenn man die Möglichkeiten hat, dann Wenn macht man man die das. Möglichkeiten hat. Naja, wie gesagt, ne, Geld es spielt ist keine Rolle. 5,5 Jahre spiele ich hier Ja. und da kommt natürlich einfach einiges zusammen. Ne? Richtig. Das muss man sehen. Ne, dann haben wir hier unten die dazugehörige Farm, dass man sich halt hier auch ein bisschen dann mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Ah, wieder das Und noch weiter Selbstversorgungsding, ja. runter. Ja, ne, dann haben wir ja auch noch ein Netherportal. Das gerade nicht aktiv ist, aber okay. Ja. Und Besser, wenn man so noch kommen weiter die runter geht. Zombie-Pigments rein. Ja, ich glaube, das ist so gebaut oder so dicht gebaut, dass die halt nicht reinkommen. Und dann ganz Okay, das unten ist haben wir dann gut. hier wieder ein Bootshaus, was ich halt auch immer gerne baue, weil ich halt in meinen Welten auch viel mit Booten unterwegs bin. Sieht Ja, man ja, das doch. ist. Ja. So, dann gehen wir hier zu Wasser. Ja, deswegen baue ich auch gerne solche Seezeichen, wie wir hier recht voraus sehen. Dieses Rot. Gold oder rot-gelb leuchtende. Ja, da weiß ich, wenn ich jetzt da nach rechts dann oder rechts dran vorbeifahre, komme ich zurück zur Färberei an der Lavahöhle, also dann weiter Richtung vor Detritus, was dahinter dann in Sicht kommt oder was wir hier erstmal links haben. Das ist das schwimmende Dorf, was ich als letztes hier gebaut habe. Ihr erinnert euch noch an die Projektwand, wo wir das Schild abgenommen haben von der Bohrinsel im Meer. Das ist dieser Standort, der damit gemeint ist. Ja. Und
Das ist, ja, als ich auf 1.10 umgestiegen bin, habe ich erstmal mit einer neuen Welt getestet, wie das so aussieht und wie das so läuft, weil ich ja mit Minecraft-Updates auch so mal meine schlechteren Erfahrungen gemacht habe. Ich erinnere nur an Beta 1.8. Ne? Da habe ich klugerweise gewartet, bis dann 3, 4 Tage später gleich der Patch raus war. Ja, deswegen hier einfach erstmal getestet. Und in dieser neuen Welt, die ich dann gestartet habe, gleich zwei NPC-Dörfer recht dicht beieinander gehabt. Oh. Eines davon stand halb im Wasser. Da dachte ich mir, okay, machst es halt richtig ins Wasser, baust ein schwimmendes NPC-Dorf. Ja, und hab mir also die Sachen in der neuen Welt mit MC-Edit zusammenkopiert und bisschen dann auch dann hier noch ergänzt und das Ganze dann ausgeschnitten und in meine Welt reingepackt. Ja. Das ist jetzt also nicht alles hier selbst erfarmt, sonst hätte ich noch keine Radieschen in meiner Welt. Ja. Ah, ja, gut. Aber ja, das sind also die Standard-NPC-Häuser ein bisschen hingetrimmt, dass man also hier die Überstände von den Dächern teilweise ein bisschen abgeschnitten, dass man also hier bequem durchlaufen kann und dass halt eben auch hier die Eisenkohle-Ams durchlaufen können und hier ihren Aufpasserjob übernehmen können. Ja. Gute Ja. Idee mit dem Schwimmenden, mit der schwimmenden Insel. Ja, das ist halt hier ein großes oder ein relativ großes Meer gewesen. Und wenn du hier diesen Schacht siehst, aus Cobblestone, der geht Ah, ja. runter bis auf den Meeresboden und geht unten in eine Höhle rein. Und durch diese Höhle kommt man, ich weiß nicht, ob du es siehst, da hinten zu diesem Pilzhaus. Ja, ich sehe es, ja. Ja, Ach, Mensch. das sind Höhlen auf meiner Welt. Und ja, den Durchbruch habe ich mir halt quasi mit diesem Turm hier markiert und wollte hier halt eine Bohrinsel bauen. Oder halt, ich weiß nicht, wer von euch kennt den James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte. Da hat Kurt Jürgens den Gegenspieler, den Bösewicht gespielt von James Bond. Und der hatte so eine ja, Unterwasserstation, die halt auch auftauchen konnte und wo er dann das atomare Inferno, was er da entfesseln wollte, überleben konnte. Das war hier erstmal so geplant, also sowas Bohrinsel oder so eine, ja, in den 60er Jahren futuristisch wirkende, 70er Jahren futuristisch wirkende Meeresstation. Ja, und jetzt ist halt ein schwimmendes Dorf geworden, so wie es, glaube ich, die Azteken oder Maya hatten. Ihre Hauptstadt war, glaube ich, auf einem großen See, wo sie dann zumindest schwimmende Felder hatten. Ja, und ja, da so bin ich halt auch auf die Idee gekommen mit dem schwimmenden Dorf. Ja. Ja, Machen das ist eine wir uns mal gute wieder und zurück. umweltbewusste Idee. Im Gegensatz zu dem Bohrturm. Ja, na gut, es gibt ja noch kein Öl in Minecraft, ne? Mit den entsprechenden Mods vielleicht, aber ja. Jo, dann lass uns mal gleich weiter zum hier rechts vom Pilzhaus. Da haben wir den Günther von Leuchtturm. Leucht mit OI geschrieben. Ne? Günther von Leucht, der Erfinder der Leuchtstoffröhre, des Leuchtsinns. Ja, also da will ich mir einfach ein bisschen verballhornt und mir einfach einen Spaß aus dem Ja. Namen gemacht. Das ist auch wieder rein aus dem Gelände heraus geboren, die Idee oder die Inspiration. Denn dieser Berg in der Mitte, wo halt noch da die ganze Erde zu sehen ist, der war relativ isoliert und stach halt so aus dem Meer raus. Und da dachte ich mir, okay, da bauen wir dann mal einen richtig hohen Turm. Das war auch dann, glaube ich, oder zu der Zeit, als die Höhenbegrenzung aufgestockt wurde in Minecraft. Ja. Früher konnte man in Minecraft nur bis Level 64 hochbauen. Ja, und jetzt geht es ja noch höher. Genau. Und ja, wie man sieht, der Turm ist immer noch unvollendet. Aber es ist schon eine ganze Menge hier fertig. Unter anderem können wir hier mit dem Boot mal reinfahren. Na, man sieht, die Boote kriegt man nicht kaputt, im Gegensatz zu den alten Sachen. Das ist gut. Ja. Sonst müsste ich wahrscheinlich jetzt schon 10 Stück oder Und so wir machen reingesetzt haben. wieder. Ja. Ja. Dann können wir hier raushüpfen, können wir uns ein bisschen umgucken.
Ja. Ja, und dann halt die Idee drumherum, diese Burg zu bauen und diese Bucht hier vor allen Dingen auch so auszunutzen, als Hafen und dass diese Festung quasi hier um diese Bucht herum gebaut ist. Die Idee kam alles einfach aus der Landschaft heraus, wie das hier war. Nicht schlecht, ja. Ähm, Hast dir Gedanken dazu gemacht. Gefällt so, dass mir. sich also eigentlich. Eigentlich, na, eigentlich relativ wenig Ah. verändert, sondern so das, was die Landschaft hier bietet, Ja, einfach genau. ausgenutzt, ne, und weitergemacht. Und ja, warum hier nur Ausgang dran steht, können wir gleich mal gucken. Wir haben hier natürlich auch hier wieder einen Lagerbereich, Ah, wieder zum ne, Selbstbedienen. unter der Stadtmauer mit allem drum und dran, na klar. Ne. Und wollen wir hier ins Wachhaus reingehen durch die Tür links. Ja, dann siehst Ja. du, hier der linke Gang, das ist die Tür, wo drauf steht nur Ausgang. Wenn man da rausläuft, kommt man hier an diesen beiden Werfern vorbei, ja, und nimmt dabei automatisch ein Eisenschwert und einen Eisenbrustpanzer auf. Kannst Okay. ja mal in die Spender reingucken. Gerne. Ja, oder einfach mal dran vorbeilaufen, dann erlebst du es ja selber. Ja, durch die Ja, Tür rausgehen, ich werde es schwer, klick, glaube ich, klick. erleben. Ich muss mal Ja. schauen, ob wie das dann jetzt läuft mit den Lags, aber gut. Ja. Doch, ich bekomme sie direkt, doch, doch. Ja, da siehst du. Ja. Hier hoch, erste Etage, ist dann ein Aufenthaltsraum für die Wachen, von dem man dann auch rauskommt auf die Stadtmauer. Und da ist noch eine Etage drüber. Und jetzt frage ich mich, wie man da hinkommt, wo ich da die Leiter versteckt habe. Ich habe hier gerade Weil, ja Probleme mit klar, der hier. Eisentür. Aha! Ja, du findest nachher noch ganze Eisenblöcke, deswegen nimm bitte nicht einfach nur Eisenbarren mit, ja? Ja, und Okay. sind halt die Schlafquartiere. Ja. Das ist alles so ausgebaut. Gehen wir nochmal raus auf die Stadtmauer. Ja. Ich bin durchgekommen, gut. Lass mich hier. Ja. Ja, dann geht es hier halt auch drumrum weiter. Ja, alles halt so monstersicher, dass hier halt keine Monster rein können. Safety first. Und natürlich Safety first. Wenn du runterhüpfst, spring bitte von der Mauer weg. Also entweder besitze ich hier gerade Weil. einen Schankfehler oder. Ach doch, jetzt. Nee, jetzt, ich bin hier. Nee, ich konnte gerade aus irgendeinem Grund Ah, okay. nicht in ein bestimmtes Gebiet reinlaufen. Ah, okay, ja. Ja. Ja, denn hier draußen ist das Netherrack angezündet. Und was natürlich dann nachts einen besonders schönen, dramatischen Effekt gibt. Ja. So, machen wir uns mal dann zu Fuß weiter auf den Weg Richtung Pilzhaus. Das ist auch so eine Idee, dass man nämlich die Riesenpilze, die es ja gibt, dass man die als Quartier umbaut. Ja, und Enderman hier was hier also. an diesem Pilz hat ein Enderman mal geknabbert und eine Ecke mitgenommen. Ne? Aber wenn du hier die Leiter hochgehst, kannst du sehen, da steht oben Bett drin und ein kleines Quartier. Fertig. Ne? Gäb's jetzt nicht seit der 1.10 jetzt nicht sogar noch größere Pilzbäume oder so? Irgendwas stand da, Aha. glaube ich, im Log drin oder so. Ja. Ja. Und ja, die Idee habe ich hier dann ein bisschen weiter ausgebaut. Ja, aus Pilzen ein Haus zu bauen. Deswegen ist das hier das Pilzhaus. Geht's hier unten rein. Da hast du hier halt, habe ich mehrere dieser Fliegenpilze erstmal so dicht wie möglich nebeneinander gesetzt. Dann hier einfach so verbunden und dann hier einfach so die Zimmer eingerichtet. Ja. Ei, na, ist auch eine gute Idee, diese miteinander zu verbinden. Ja, na, klar, also dichter aneinander kann man sie halt nicht setzen. Nee. Und dann, jetzt stehen wir auf einem der anderen Pilze, nicht auf den Fliegenpilzen, sondern in den flachen. Genau. Ja, und halt auch hier wieder der Arbeitsbereich mit Lager und Kisten und hier halt der Wohn- und Aussichtsbereich. Jo, ich bin unterwegs so, ja. 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 Oder dann halt auch mal
schön gucken kann. Ja. Aber wie gesagt, einfach schon mal auf die Idee zu kommen, dann auf so einem Pilz sein Haus zu bauen. Mhm. Ja, da habe ich mir also Mizel geholt. Das hatte ich dank einer Mitbauaktion. Ja, dann das Abbauen mit, wie heißt es? Silk Touch. Silk, ja. Oder Behutsamkeit. Gab es damals noch nicht. Das Mizel, auf dem du dann den Pilz wachsen lassen kannst, das gab es halt nur, wenn du halt dir das im Kreativmodus in eine Kiste gepackt hast. Ja. Ja, und das hat halt jemand in der Mitbauaktion für mich gemacht und deswegen konnte ich hier diese Pilze wachsen lassen. Das ist cool, ja. Ja, aber auf die Idee bin ich selber gekommen. Ist ja auch eine coole Idee. Ja? Hast ein Haus für Todd gebaut. Todd, wie ist der nochmal? Toad, ja genau, Toad. Das war so ein Mario, ne? Genau, richtig, ja. Diese Pilzköpfe. Ja, okay, ich habe genau. Mario gespielt. Ach so. Also von daher, aber ja. Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, für mich allein. Ja. Dann haben wir hier also auch wieder die obligatorische Farm. Farmerama. Farmerama, ja. Genau. Und hier so ein Amphitheater, was sich auch einfach ergeben hat, weil hier halt so ein Geländeeinbruch war. Und hier ist halt auch das Portal oder ein Portal. Ich weiß gar nicht, wie viele Portale ich in meiner Welt habe. Aber es sind mindestens 20, 30. Eieiei. Also Portale. Mhm. Ja, es ist einfach, die Welt ist halt so groß, dass ich wirklich den Nether häufig auch brauche, um halt schnell von A nach B zu kommen. Ja, ja. Richtig, das stimmt. Wir werden hier einiges an Kilometern abreißen. Ach, ich habe Zeit mitgebracht. Ja. Bis Montag ist noch eine Weile hin, das soll schon gehen. Nein, ich will ja dann Sonntag, also morgen um 17 Uhr will ich ja wieder livestreamen. Ne? Ja, richtig. Aber hier haben wir dann das erste NPC-Dorf, was in meiner Welt entstanden ist. Mhm. Ja. Und es gab diese NPC-Dörfer ja, bevor es NPCs gab. Okay. Ja, dieses NPC-Dorf hat also dieses NPC-Dorf hat also keine NPCs und hatte die NPCs. Ja, willkommen in Klein-Venedig, Bevölkerung gleich null. Richtig, ja, das genau. Weil das halt auch wieder hier so halb ins Wasser gespawnt ist, habe ich einfach nur ein bisschen korrigiert und daher kam einfach auch der Name, Klein-Venedig. Genau. Ja. Halt hier einfach nur, ja, die Häuser ein bisschen aufgehübscht und dann nur ein, zwei Felder dann angelegt. Ja. Okay. Ja. Ja, das sind diese, ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen, typischen Venedig-Brücken, so relativ schmal und leicht eine leichte Rundung. Ja, da halt auch so einfach nur gebaut, dass ich da einfach schnell rüberlaufen kann. Mhm. Ja. Wie gesagt, hier auch noch ein schöner Farmbereich. Diesmal noch ist die ganze Tierwelt mit bedacht. Hier haben wir auch noch Katzen. Ah, Mensch. Ja, die haben ja auch Kisten und Betten, auf denen sie sitzen können. Genau. Es gab ja mal kurz nach Einführung, hatten sie es ja, dass die sich halt auf jedes freie Kiste oder jedes freie Bett gesetzt haben. Genau. Sodass du das dann als Spieler nicht benutzen konntest. Den Bug. Ja. Und wir sind jetzt zu Fuß unterwegs zum Fuchsbau. Ja, ich bin also immer noch gespannt, ja. Mit Materialien mal richtig, richtig tief in die Kiste gegriffen habe. Mit dem Motto, Geld spielt keine Rolle. Oder in dem Fall Materialien. Richtig, richtig. Okay. Was brauche ich? Geld? Ich habe Diamanten. Genau. Ja. Und auch hier wieder immer mal, hier auch wieder mal so ein Höhleneingang, den einfach ein ganz einfacher nur als Station ausgebaut. Ja. Was mache ich gerne. Da hinten sieht man da der Turm und mit den Fliegemaschinen dahinter. Mhm. Das ist Sulis Lob. Auch aus einer Mitbauaktion entstanden und zwar auch vom guten Knobi, der auch schon viel in Neptuns Dank gebaut hat. Mhm. Ja. Und hier sind wir auf dem Fuchsbau. Okay, du hast kein Blatt vom Mund genommen, das muss ich schon mal sagen. Alter Schwede, alles aus Diamantblöcken. Wie tief geht denn das da runter? Ach, bis da zu den Lavablöcken. Genau. Eieieiei. Ja. alle Smaragde selbst erfarmt oder? Die Bauaktion in Kisten gepackt. Da wird geschmunzelt. Also. Ja. Mhm. Ja. Also,
Aber was sollen sie da verschimmeln, sage ich mal. Das Ja, stimmt natürlich. wenn man es hat. Und ja, auch hier wieder das ganze Gelände. Also das hier war auch so ein Geländeeinbruch. Den habe ich dann einfach, ja, halt mal nicht zugebaut, sondern einfach ein Glasdach rübergezogen und ja, das dann unten innen drin ausgebaut. Ne, die ganzen Nebenausgänge auch hier dann so als kleine Ausgänge gemacht. Da ist halt wirklich nur dann die Treppe drin, die nach innen reingeht. Ja, wenn man hier mal den Knopf findet und drückt, plopp, dann kommt man hier halt rein und runter. Kann sich das Ganze mal von innen ansehen. Eieiei. Ja, Ja, da habe ich da hab also. ich geklotzt und nicht gekleckert. Na? Ja, Alles halt ausgeschmückt. alles auch mal ausprobiert und na, gemacht. Muss ja Abwechslung drin sein in so einer Welt. Na, wenn wir hier lang gehen, kommen wir auch hier nochmal an so ein Teil. Genau hier drüber, das war auch eingebrochen, ja, und dann hier einfach über den Einbruch die Glasdecke gelegt und dann hier unten ausgebaut. Ja, da unten geht es dann weiter runter in Höhlen, die sich dann auch noch hier drunter erstecken. Also, ja, da ist Okay. noch so ein. Für meine Höhlen bin ich übrigens auch berüchtigt. Also, hast es ja schon mal im Livestream mitverfolgt, wie ich in Höhlen runter bin. Ach, hier. Genau. Ja, noch ein Boot. Brauchst du eins? Dann schnapp dir das. Nee, ich hab noch eins. Okay, Also dann noch nehmen wir das eins mal sogar auf sicherheitshalber Reserve. mit. Ja. Dann. Oh, ja, machen wir uns von hier aus wieder mit dem Boot auf den Weg. Okay. Oh, Sohl ist Lob. Doch, hier müsste. Nee, da kommen wir nicht durch. Ja, zurück Richtung Maincard-Station bei Klein Venedig. Na gut. Ja, ich habe wieder ganz kleine Probleme hier. Ah. Gut. Die dürfen irgendwie nicht fehlen. Ja, kommt vor. No. Ja, Suses Lob, wie gesagt, ein Zuschauer hat das in einer Mitbauaktion gebaut, ist leider nicht fertig geworden. Und der gute Knobi ist leider inzwischen auch nicht mehr aktiv. Oh, okay. Kein Jedenfalls Kontakt nicht mehr mehr zu auf ihm, oder? YouTube. Kein Kontakt mehr da, no, aber wir können mal reingucken, was er hier gebaut hat. Ist auch wirklich einfach klasse, ja. Vor allen Dingen dann hier hinten die Sache mit den Luftschiffen. Das ist sowas. Ja, und so kommen halt Sachen in meine Welt rein, die ich selber nicht bauen würde oder nicht so bauen würde. Ja. Und natürlich auch hier schön mit Markt und allem so weiter schon angelegt und Häuser dabei und hier auch beschriftet, ne, Fleischermeistersocke, wo die Leute dann wohnen und so weiter. Wo bist du jetzt nochmal genau Also, hingelaufen? Ich hatte gerade irgendwie wieder okay, so ich einen bin kleinen nochmal Chunk-Fehler. auf dem Markt. Auf dem Markt, auf dem Markt. Da, Hat ja, ich sehe es, okay. schwarz-weißes Bodenmuster. Ja. Ach da, okay, jo, ich bin hier. Jawohl, Kam okay. gerade nicht durch die, ja, durch die Chunks Nicht durch da. die Lücke durch? Okay. Okay, ja. Ja, das ist halt Server, Minecraft, ne? Ja, liegt aber auch zum Teil an Deswegen meiner spiele ich halt ganz Internetleitung. gerne im Singleplayer. Meine Freunde betiteln meine Internetleitung als die schlechteste Deutschlands Ach, und hey. Umfeld. Eieiei. Ja, aber das kann ich nur so zurückgeben. Aha, Es ja. ist echt manchmal unglaublich, wie Aha. schlecht die eigentlich ist. Ja. Wenn ich dann für so ein fünfminütiges Video irgendwie 1,5 Stunden brauche zum Hochladen. Also noch nicht mal irgendwie mit viel Ja, Effekten oder so. ich schau mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir da hochkommen. Ach, irgendwie finden wir uns da schon. Und wenn, dann bauen wir uns durch den Berg. Ja, man sieht hier ist so einiges. Das ist als Baustelle so geplant, das hier links, Okay. der Turm. Ja, und. Ah ja, komm, von hier aus haben wir ja schon mal einen schönen Blick drauf. Auf diese Luftschiffe, naja, von unten jedenfalls, aber das hintere, na, bah. Ups. Ja, Ich wollte hinterher, aber nee, geht ich. alles, geht alles.
Also gut, ich habe ja Diamantrüstung an, ich habe 3 Herzen verloren. Also, Oh. ja, nee, ich habe aber Eisenschuhe an. Ja, Also, ich habe gar nichts an. krass. Du hattest doch in VD-Dritur, Ja, konntest dir Diamantrüstung bauen, Junge. ich bin ja Ja? ins Wasser gesprungen. Das lief ja noch alles in Ordnung. Also, Ja. solange keine Monster ja hier sind, dann. Nee, die ist friedlich. Und solange du mich nicht angreifst. Ach. Also, hier, wann? Dann können wir mal wieder ins Boot. Und der langen Minecart-Strecke dort folgen. Ups, ich kann mich hier nicht richtig umdrehen, um zu sehen, dass du da bist. Aber gut. Ich bin noch da und wenn, dann sage ich wieder Bescheid. Ach Mensch, fängt wieder an zu Oh. regnen. Oh, einen Moment. Gut. So. Ah, der Ja, hier Wettergott. links dann auch nochmal eine Minecart-Station und ein Hafen. Hafenbecken kleines und links unten siehst du unter Wasser so ein Fenster. Ja, sehe ich. Ja, das ist halt einfach hier durch diese Messerküste, die ging halt da durch eine Höhle und dann einfach verglast und unten das ausgebaut. Da siehst du dann auch, dass da noch ein Netherportal drin steht. Ja. Ja. Jo. Und mal sehen, ob das jetzt auch noch mit den neuen Booten klappt. Klack. Aber der Redstone ist nicht mehr. Funktioniert die Redstone-Schaltung nicht mehr? Sowas. Ja, es ist halt so gedacht, dass dann hier halt das Gitter runtergeht und man da halt mit dem Boot reinfahren kann. Kann ich mir schon so vorstellen, das geht. Ja. Ich mache allerdings relativ wenig mit Redstone in meiner Welt. Also ab und zu mal halt so ein Gatter wie da, so eine oder so eine Tür Sache. Aber sonst mache ich relativ wenig mit Redstone, weil man es ja doch hauptsächlich dazu benutzt, entweder irgendwelche Showsachen machen zu, okay, ja. Aber ich baue halt lieber mir einfach irgendwo eine Tür rein, statt dass da mit Pistons und großartig so eine Mechanik sowas zu machen oder andere Redstone-Sachen brauche ich halt nicht so in meiner Welt. No. Ja. Ja, und du siehst ja schon, dass hier mehrere Minecart-Strecken zusammenkommen. Diese eine Station, die nennt sich The Brisky Point, ist eine Anspielung auf einen alten Kinofilm. Wenn ich kurz unterbrechen darf, Ja, ich habe gerade darfst auch lang unterbrechen. eine ziemlich interessante Sicht auf dieses ganze Phänomen hier, auch mit der Sonne Ja. und so. Also ich weiß jetzt Ja. nicht, inwiefern du das jetzt gerade erkennen kannst. Ich bin relativ weit noch hinten, aber solange du einfach nur gerade ausgefahren bist, weiß ich ja, wo du bist. Richtig, einfach Das der sieht gerade sehr Minecart-Strecke folgen. interessant aus. Ja. Schönes Ja. Bild. Gut. Ich komme Ja, dann na auch hier mal in. irgendwann mit Schneckentempo hierher. Oho. Ach da, ja, gut. Ach, schön, Ah, jetzt okay, ich sehe fährt hier das ein Boot, aber dich sehe ich noch unbemanntes Boot nicht. durch die Okay. Gegend. Ja. Ja, ich okay. Ja. Gut. Unbemannt, okay. Machen wir hier halt die Geisterfahrer. Ja, genau. Ja. Ja, The Brisky Point, auch eine Station, einfach wieder ein Stützpunkt in meiner Welt. Zack, können wir hier aus dem Boot raushüpfen. Schwuppdiwupp. Ich bin unterwegs. Ich seh dein Boot, allerdings dich nicht. Drin sitzen. Ich hoffe mal, das regelt sich. Ja, ich sehe dich jetzt wieder auf dem Land rumlaufen, also sollst du mich wahrscheinlich aussehen, wenn ich jetzt, sobald ich aussteigen kann. Ach komm, jetzt. Ah, gut. Klack, da ist er wieder. Halt. So, mal schön mitnehmen, alles klar. Ja, ne, auch einfach wieder hier die Minecart-Station mit 6 Strecken, die hier abgehen. Ne, 5 sind inzwischen gebaut oder angeschlossen. Ein Anschluss ist hier noch frei. Ah, ja. Also man sieht, hier ist richtig Streckenbau angesagt. Die Strecke, die wir eben mit dem Boot gefahren sind von Newport, wo ich dir das Unterwasserfenster gezeigt habe,
bis hier nach Zabriskie Point. Es gibt ja dieses Achievement on a Rail bei Minecraft, wenn man 1 Kilometer auf einer Minecart unterwegs ist. Ja, das kriegt man auf dieser Strecke und das ist bei weitem nicht die einzige Minecart-Strecke, auf der man dieses Achievement bei mir kriegt. Ich habe, glaube ich, ein halbes Dutzend, wenn nicht gar mehr, Minecart-Strecken, die länger als dieser Kilometer sind. Ja. Gut. Wenn ich Unter der kurz nochmal, achso ja, Minecart-Station, erzähl ruhig ja? weiter, ja? Nee, kannst ruhig weiter erzählen, ja. Okay. Hat noch Unter der Zeit. Minecart-Station haben wir dann wieder Portal. Und was Eins damals von neu 30. dazu gekommen ist, ein Verzauberertisch. Ja. Und ich mag halt recht gerne diese versetzte Bauweise mit Halbetagen. Ja, Ja, das also merke hier geht ich. es eine halbe Etage hoch. Ja. Und ja, machen wir hier halt wieder einen kleinen Lagerraum, Ah, Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Selbstbedienungslager. Gut. Ja. Daran Ja. vergreife ich mich gut. Was ist denn das hier? Ultra-Leggings, Ultra-Schätzplatte. Ja, aus einer Mitbauaktion, die sind richtig stabil. Ja, das Nimm sehe mit. ich wohl ganz gut. Ah, oh, ja, gerne. Ja. Gut, ein bisschen Schutz für mich. Mein Kopf bleibt noch, damit ich atmen kann. So. Ja. Und ja, hier Felder dabei. Was man halt so hat, da hinten sind Kürbisse, weil ich die natürlich immer gerne für die Kürbislaternen nehme, brauche ich immer. Dann hat man hier Kakao, alles drum und dran. Ah, nochmal auf dem Dach eine Kürbislaterne gesetzt. Was genau, ja, was halt so dazu gehört. Und damals waren halt neu die bunten Glasscheiben. Zu der Zeit ist das also entstanden. Ja, man kann also die Gebäude bei mir einordnen, aus welcher Epoche sie stammen, je nachdem, welches Update da gerade lief. Ja. Ja. So, wenn ich ganz kurz Ja. zu, ja, einbrechen kann, und zwar, geht das für dich in Ordnung, wenn wir eine ganz kurze Pause machen könnten? Ja, gerne. Es gibt nämlich 5 Minuten etwas, was ich sind meine erledigen Hauptzeit. müsste jetzt. Ja, na klar. Gut, weil dann schneide ich das einfach zusammen, du wahrscheinlich dann auch. Richtig, genau. Gut, in so circa 5 Minuten oder so bin ich dann wieder da. Okay, dann bis gleich. Jo, bis gleich.